So, hallo ihr lieben Backfreunde, grüß Gott. Ich möchte Ihnen heute ein ganz neues Produkt vorstellen. Und zwar ist es unsere Muffinform Rosette. Das sind wunderschön kleine Rosettenkuchen, ja, können Sie damit backen. Und das kommt demnächst im Sonderangebot natürlich. Und wir benötigen dazu natürlich unseren Backrost, unsere Backfolie und unseren Spritzbeutel und unsere Lochtelle Nummer 14. Wir haben jetzt einfach mit Rührkuchenteig einen Teig hergestellt. Und zwar ist das Rührkuchen fein, es sind Ananas drin, es ist und Kokosflocken natürlich, weil das schmeckt recht gut. Und das werden wir dann nachher mit Schokolade dann überziehen. Und dann schauen wir mal, wie es rauskommt. Ich habe es schon probiert, das schmeckt sehr gut. Ja. Wir haben jetzt hier unseren Spritzbeutelständer, den können wir natürlich sehr schön einfüllen und haben jetzt hier unseren Spritzbeutel natürlich und diese 14er Lochtülle. Und wir gehen jetzt nur her und spritzen hier einmal rundherum. So. Und das machen wir jetzt ganz die ganze Matte. Wir spritzen jetzt unsere neue Matte etwas mit Backgrenzspray ein und nehmen dann unseren Pinsel und versteilen das Ganze. Sehr, sehr wichtig. Und dann spritzen wir jetzt unsere Matte mit unserer 14er Lochtülle dann voll. Und es ist natürlich sehr, sehr geschickt, wenn Sie das mit dem Spritzbeutel machen, ja. Weil Sie können das da wunderbar einfüllen. Ich finde es gigantisch, ja, wie schön das dann wird. Also Spritzbeutel und natürlich diese Tülle gehören in jeden Haushalt. Und mit unseren Profi-Werkzeugen gelingt es immer sehr schön. So, das Ganze kommt jetzt in den vorgeheizten Ofen und wir backen das Ganze. Ich persönlich bin immer sehr begeistert, ich nehme immer zwei Matten, weil erstens mal sparen sie an Energie und zweitens gibt es einfach mehr aus und drittens, sie sind immer ruckizucki schnell fertig, ja. Und wie gesagt, mit zwei Matten kommen sie einfach viel schneller klar, ja. Wir geben das Ganze jetzt in den vorgeheizten Ofen und backen das, so circa 25 Minuten. So, das Ganze wäre jetzt fertig und wir gehen einfach her und nehmen die raus aus unseren Förmchen. Das geht ja wunderbar, ja. Sehr schnell und sehr einfach. So, unser Schokobrunnen ist natürlich was Tolles, ja. Sie können hier Ihre Schokolade eingeben, Sie können hier Ihre Temperatur einstellen und natürlich Schokolade drin schmelzen. Es ist ein Traum, ja. Und ich nehme das jetzt einfach raus und wir haben hier, können wir da wunderschön eingießen, ja. Bloß ein ganz kleines bisschen. So. Und dann gehen wir her und setzen gleich natürlich unsere Muffin wieder ein, gell? Sehr schön, wunderbar. Und so machen wir das jetzt ringsrum. Wir haben hier jetzt Chips, Kuvertüre-Chips mit Schokoladenfondue gemischt und das Ganze jetzt einfach hier eingefüllt und jetzt lassen wir es kalt werden und dann schauen wir mal, wie das Ganze rauskommt. So, wir haben jetzt unsere überzogenen Gugelhüpfchen in der Gefriertruhe gehabt. Ja, da geht es nämlich am schnellsten. Sie können es aber auch in den Kühlschrank stellen. Da dauert es dann ein paar Stunden, bis das Ganze kalt ist. Ja? Und jetzt gehen wir einfach her, drücken hier drauf und nehmen das noch gefroren raus. Einfach hier so herdrücken und rausnehmen. Und schon sind die wunderschön überzogen. Sie können natürlich den Schokoladenguss etwas dünner einfüllen. Sie können etwas dicker einfüllen, wie Sie das nach Geschmack möchten. Und die schauen natürlich sehr, sehr schön aus, jetzt auf einem Kuchenbuffet. So schauen unsere Muffins dann aus, wenn sie nicht mit Schokolade überzogen sind. Sie können natürlich hergehen und hier einfach einen Tupfen Sahne drauf und dann frische Früchte drauf. Schaut auch toll aus.
wie es Ihnen am besten gefällt. So, jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nachbacken. Durchs Programm führte Sie Simone Lutz und Brigitte Weng. Tschüss, ade!